muss ja sagen, Venedig zu bereisen hat mich erst ein bisschen abgeschreckt. Ich dachte, das ist genauso viel Stress und Hektik bei der Anreise und auch dort wie in Paris oder in London. Ich muss aber sagen, ich bin von Venedig angenehm überrascht worden. Ich habe außerhalb im Hotel übernachtet. Es gab einen Shuttle-Service. Morgens wurde ich hingebracht. Ich konnte den ganzen Tag dort spazieren gehen. Ich war an einem sehr schönen Sommertag in Venedig. Dennoch war es nicht überfüllt. Man konnte alle Ziele bequem erreichen. Vor dem Aufzug des Markusturms gab es dann doch einen kleinen Stau. Es hielt sich aber in Grenzen. Bei der Heimreise habe ich mich für die Fähre entschieden. Ich hätte zwar auch den Shuttlebus nehmen können, aber so hat er noch eine Schifffahrt. Für die ein bisschen windschiefen und krummen Bilder mit der GoPro kann ich mich nur entschuldigen. Ich habe aber noch ein paar Fotos gemacht, die ich euch nicht vorenthalten möchte.